stehen, Reisender. Weiter. Sieh nur, was ist aus diesen netten Kerlen von Faro geworden? Worum geht's? Du siehst aus wie ein Kämpfer, der weit rumgekommen ist. Ich brauche deine Hilfe. Ich mache mir Sorgen um meinen Sohn. Er ist vor 2 Wochen aufgebrochen und nicht zurückgekommen. Würdest du nach ihm suchen? Wo soll ich denn nach deinem Sohn suchen? Östlich von hier, in den Ruinen der Festung. Er ist mit einigen Halunken von Faria aufgebrochen. Hatte sie in der Taverne kennengelernt. Sie haben ihm Flausen von einem Schatz in den Kopf gesetzt. Ich hab gesagt, Sohn, die Faröer sind Lügner. Du solltest dich nicht mit ihnen verbrüdern. Aber er wusste es besser. Wie erkenne ich ihn? Ich weiß bisher nur, dass er nicht auf seinen Vater hört. Ziemlich typisch für das Alter. Er heißt Olwe. Fröhlicher Kerl, lispelt ein wenig. Sein Aussehen ist nicht besonders. Aber das letzte Mal, als ich ihn sah, hatte er eine gelbe Tunika an. Die schönste im Dorf. Er hat sie von mir zum Geburtstag bekommen. Das dürfte reichen. Ich sehe mich um, aber versprechen kann ich nichts. Was hört, das wie ein Grunzen von Tieren klingt? Nur lauter. Müsst ihr sofort... Beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sie schwingt, nicht? Lauf, Blitze! Aber ich habe einen triftigen Grund. Ja? Man kann euch bis zum anderen Ende der Insel hören. Gut. Sollen doch alle erfahren, dass Jennifer von Wengerberg eine gewöhnliche Diebin ist. Pass auf, was du sagst, Druide. Ich habe nichts gestohlen. Ich habe mir nur etwas geborgt. Und ich werde es auch zurückgeben. Wie großzügig. Da gibt es nur ein kleines Problem. Wenn die Maske einmal benutzt wurde, ist sie nutzlos. Mal ganz abgesehen von dem Risiko, uns und alle Inseln lebendig zu begraben. Begraben? Wovon redest du? Sie hat's dir nicht gesagt? Das dachte ich mir schon.
Der Legende nach erschuf Ouroboros eine Maske, nachdem die neidvolle See seine große Liebe verschluckt hatte. Er konnte es nicht ertragen, seine Geliebte niemals wiederzusehen. Also schuf er die Maske, um damit in die Vergangenheit zu schauen. Aber er wusste, dass er sie nur ein einziges Mal benutzen konnte. Also wartete er. Er wartete, bis sein Verlangen unerträglich wurde. Als die See von der Existenz der Maske erfuhr, reagierte sie sofort. Sie tat kund, dass jeder, der die Maske benutzt, sich ihren Zorn zuziehen würde. Sie würde sich in ihrer Rache erheben und alles und jeden unter sich begraben. Es hat also niemand die Maske je benutzt? Nein, aber... Du weißt also nicht, ob und wie sie funktioniert? Doch, die Mythen berichten davon. Du glaubst an die Mythen? Nur Dummköpfe verharmlosen ihre Bedeutung. Und hier stehen nicht die Mythen am Pranger, sondern die Dieben. Ein Diebstahl auf der einen, Ciris Leben auf der anderen Seite. Ich sorge mich auch um Ciris Wohlergehen und schlug andere Schritte vor. Aber Yennefer hörte nicht einmal zu. Sie sagte, dass sie zu lange dauern würden. Sie will und braucht sofortige Ergebnisse. Sie war schon immer ein Hitzkopf. Stimmt. Dieses Mal hat sie aber einen guten Grund. Nichtsdestotrotz wird sie... Was? Was war das? Nein! Yennefer hat die Maske benutzt! Ein Sturm. Schnell, verdammt! Wir müssen die Maske analysieren, ihre Macht zum Schweigen bringen. Was war das? Einhörner. Verdammt, Yen. Ich weiß, dass es Neblinge waren. Ich meine, wo sie hergekommen sind. Die Macht der Maske hat sie beschworen. Moissac sagte, die Maske würde eine Naturkatastrophe heraufbeschwören. Was für ein Glück. Dann kann er ja direkt hineinspringen, um sie zu bändigen. Du weißt, dass er dir das nicht vergeben wird. Oh, das überlebe ich schon irgendwie. Und jetzt? Die Maske zeigt die Vergangenheit, aber nur an bestimmten Orten. Orten, an denen frühere Geschehnisse einen magischen Abdruck hinterlassen haben. Nimm sie! Ich soll sie tragen? Ja, ich wirke einen Zauber, mit dem ich durch deine Augen sehen kann. Du willst mal wieder meine Gedanken lesen. Was dagegen? Ich mag das nicht, das weißt du. Ach komm, ich will nur sehen, was hier passiert ist. Und manche Dinge will ich lieber nicht über dich wissen. Dann mal los. Da ist die erste Stelle. Ja. Leg die Maske an. Irgendwelche Anweisungen? Wir alles gesehen haben. Geh nicht zu weit weg. Die Reichweite meiner Telepathie ist begrenzt. Was ist das? Ein Portal? Daraus kommen zwei Leute hervor. Die Frau war Ciri. Woher weißt du das? Sie bewegt sich so wie ein Hexer. Sie sind wohl hier entlang gegangen. Komm, suchen wir die nächste Stelle. Nimm dies! Leg die Maske an!
war das? Irgendeine magische Explosion. So stark, dass sogar das Echo gefährlich war. Ich wette, die hat den Wald zerstört. Aber Ciri und ihr Begleiter wurden nicht verletzt. Ich habe sie entkommen sehen. Ich bin gespannt, wohin? Gruselig hier. Gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Wer hier war, als es geschah, hatte kaum eine Chance. Aber keine Sorge. Ciri kann auf sich aufpassen. Und? Bereit? Benutze die Maske. Jemand jagte Ciri. Siehst du? Ich glaube, er hat sie verwundet. Sie ist durch ein anderes Portal entkommen. Weißt du, wo es hinführt? Die magischen Rückstände deuten auf Velen hin. Kannst du herausfinden, wohin Ciris Begleiter geflohen ist? Sein Portal muss in der Nähe sein. Ich versuche es herauszufinden. Komm! Leg die Maske an. Toller Kampf. Hat den anderen mit Magie abgewehrt und ist dann durch ein Portal geflüchtet. Ein Magier? Sieht so aus. Das waren Ciris Begleiter und der sie verletzt hat. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich schätze nur. Sie tauchten beide auch in den vorherigen Visionen auf. Ciri hat einen mächtigen Verbündeten. Wohin ist der Magier geflüchtet, der mit Ciri hier war? Seine Spur führt auch nach Velen. Aber die Zielkoordinaten seines Portals unterscheiden sich von Ciris. Die Explosion muss seine Teleportation gestört haben. Ich bin in Velen zufällig Keira Metz über den Weg gelaufen. Sie sagte, ein Magier hätte sie nach Ciri gefragt. Würde mich nicht wundern, wenn das derselbe war. Wer immer das auch sein mag, er wird zunehmend interessanter. Vielleicht hat der Zauber etwas von ihm übrig gelassen. Es klart auf. Moissac hat wohl das Wetter unter Kontrolle gebracht. Das heißt, wir werden ihn gleich wieder am Hals haben. Und? Seid ihr jetzt zufrieden? Seht nur, was ihr angerichtet habt! Würdet ihr auch jemanden umbringen, wenn ihr dadurch Ciri finden würdet? Für bestimmte Menschen würde ich alles tun. Und der Rest? Der ist dir scheißegal, oder? Sei nicht hysterisch. Hier ist deine Maske. Sie ist wertlos. Jetzt ist sie nur noch als Aschenbecher zu gebrauchen. Hast du wenigstens etwas dadurch erfahren? Und ob. Ich rede mit Geralt. Du, mit dir bin ich noch nicht fertig. Also? Wir glauben, dass hier ein mächtiger Fluch gewirkt wurde. Angesichts des Waldzustands klingt das einleuchtend. Wisst ihr auch auf wen? Noch nicht. Aber wir wissen, dass Ciri hier war. Kam mit einem Magier aus einem Portal. Jemand jagte sie. Sie kämpften. Ciri wurde verwundet, konnte aber fliehen. Wohin? Wohl nach Velen. Der Magier hat ihr ein Portal geöffnet. Dann kämpfte er gegen ihren Angreifer. Und? War's das? Wir haben etwas Interessantes herausgefunden. Eine Sache müssen wir noch untersuchen. Da ist etwas unter dem Baum. Kannst du... Ich kann. Die Rüstung ist sauber. Kein Blut, keine Kerben. Ciris Freund hat ihn... Wie nennt ihr das? Desintegriert. Erstklassige Rüstung. Den Hersteller erkenne ich aber nicht.
Ich weiß nicht einmal, wo er sie stammt. Vermutlich, weil sie einem Reiter der wilden Jagd gehört hat. Was? Es ist also wahr. Die wilde Jagd. Das hatte ich befürchtet. Erst hier, dann auf Hinnasfjall. Was wollten sie? Sie suchen nach Ciri. Aber warum? In Ciris Adern fließt das ältere Blut. Ihr Stammbaum reicht bis auf Laradorn zurück. Darum hatten die Frauen ihrer Familie immer außergewöhnliche Fähigkeiten. Aber ist das wirklich so wichtig? Ciri ist außergewöhnlich. Sie reist zwischen Orten und Welten. Raum stellt für sie kein Hindernis dar. Darum will die wilde Jagd sie gefangen nehmen. Wo du von der Jagd redest, sie ist auch auf Hindasfjall aufgetaucht? Nun, es geschah ein paar Wochen, nachdem der Kataklysmus hier auf Ardskellig zugeschlagen hat. Die Geister fielen abends über Lofoten her, in einem Schneesturm, der für die Jahre... Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich auf Hindasfjall war. Wenn ich mich recht entsinne, geht es hier nach Lofoten. Geschleifte Hütten, frische Gräber. Hier muss es sein. Da gibt's eine Art Versammlung. Der Zeitpunkt ist schlecht. Für Gespräche über die wilde Jagd gibt's nie einen guten Zeitpunkt.